Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Vielleicht. Probleme. Aber what the fuck? Raumschiff. Ein Raumschiff und Aliens. Wieso? Und dann kommt wieder diese blöde Tusse wieder. Ja, egal, wir verkaufen jetzt erstmal unseren Stuff. Und ja. Hui. So. Was? Hi. Hab noch nie einen Synth gesehen. Irgendwie gruselig. Okay. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Wir sorgen für die Sicherheit. Ach was, deswegen heißt es ja auch Vault-Sicherheit. Da. Gott. Aber wie geil. Einfach geil, gell? Aliens. So. Tut mir leid wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Entschuldigung? Suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Führst du den Laden hier allein? Naja, es gibt da noch meinen Mann Holt. Aber den findet man nie, wenn man ihn mal braucht. Im Ernst, die Katze ist mir eine größere Hilfe als er. Alles klar. Die Katze? Ja. Jede Wette, dass die sich um die ganze Arbeit hier kümmert. Schön wär's, aber Ashes ist ein Schatz, endlos treu und er läuft nie weg. Gut, so gut wie nie. Aber genug über die Katze geredet. Hast du was für mich? Dann lass mal sehen, was du so hast. Toll, ich hab hier alles Mögliche rumliegen. Geil, hast du auch vielleicht Munition? Das ist immer noch so übertrieben teuer. So übertrieben hardcore teuer. Du bist noch da? Hallo, Holt. Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Alles klar. Ahem. Ja? Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Wo ist jetzt die Oma eigentlich? Oder muss ich dafür warten? Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Ich warte einfach mal. Was ich damit nicht andeuten wollte. Jo, Digga, was hast du so? So, dann warten wir ein paar Stündchen hier und sitzen rum. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Uch. Da habe ich aus Versehen mit meinen Knien hier was umgeworfen. Ich habe schon von Zins gehört. So. Ich hätte nur nie gedacht, dass wir mal einen im Vault sehen. Ist echt keiner. Ah, hey, da. Hey, wie geht's? Hast du heute vielleicht Werkzeug für mich übrig? Ja. Ja, hier, bitte. Perfekt. Halt weiter die Augen offen. Wir können immer welches gebrauchen. So. Wie viel habe ich jetzt bekommen? Gott. Sieht ziemlich übel aus da drin. Mother of God. Hi, Calvin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertrage es nicht, eins von den Kindern krank zu sehen. Oh Gott. Die arme Priscilla. Sie steht echt neben sich, seit der Junge gebissen wurde. Was? Hast du das von Austin gehört? Das arme Kind wurde von was Fiesem gebissen. Was? Lol. Okay. Verdammt, ich hatte diesen Schmerz. Erstmal. Ich hab Money in the Bank. Und so ordentlich. Hey, hast du was auf dem Herzen? Ja. Hey, Digga. Du, da bist du ja wieder. Ich weiß nicht, ob du schon mit Dr. Forsythe gesprochen hast, aber falls nicht, wir können wirklich deine Hilfe gebrauchen.
Eines der Kinder hier ist schwer krank. Es wurde von irgendeiner Kreatur gebissen und wir brauchen jemanden, der kämpfen kann. Was ist mit ihren Augen los? Jemand, der die Kreaturen des Commonwealth kennt. Geh bitte zu Dr. Forsyth. Er erklärt es dir genauer. Okay. Ich gehe sofort zu ihm. Danke. Du solltest Dr. Forsyth im Sanitätszentrum finden. Forsyth. Oh, lol. Okay. Nice. Und das mit dem Werkzeug, das hat echt voll das. Das hat übelst getaugt. So. Hier unten war's. Maria ist heute einfach nicht bei der Sache. Sie denkt ständig an Austin unten im Sanitätszentrum. Okay. Du musst was unternehmen, Jacob. Ich führe die Tests durch, so schnell ich kann, Priscilla. Ich kann Austin erst behandeln, wenn ich die Infektion kenne. Dr. Forsyth. Jetzt nicht, Bobby. Und du musst warten, bis du dran bist. Wir haben hier einen Notfall. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Reicht das, Jacob? So viele Krankheiten und Toxine können die nicht übertragen. Rachel untersucht die Maulwurfsratte. Hoffentlich findet sie was. Aber das sind keine gewöhnlichen Maulwurfsratten. Wer weiß, welche Krankheiten sie haben. Es hat ihn schwerer erwischt, weil er ein Kind ist. Dr. Forsyth, bitte. Ich glaube, ich weiß, was Austin helfen könnte. Bobby! Warte, Priscilla. Was ist denn, Bobby? Diese Tür, die Austin gefunden hat. Er hat sie meinetwegen gefunden. Ich bewahre da meine Privatsachen auf. Er hat gesehen, wie ich sie hole. Du meinst deine Camps? Komm zum Punkt, Bobby. Was hast du da gefunden? Sowas wie einen zweiten Vault, aber halb zerstört und eingestürzt. Es gab da ein Terminal. Ich hab mal ein bisschen rumgestöbert. Es gab Notizen über die Verwendung von Maulwurfsratten zum Züchten von Viren. Sie wurden aber auch für Impfstoffe und Behandlungen eingesetzt. Ein geheimer Vault. Meine Güte, davon habe ich noch nie gehört. Bobby, du bist ein Genie. Ein Junkie-Genie. Es könnte dort irgendwo ein Mittel gegen das geben, was sich Austin von der Maulwurfsratte eingefangen hat. Du da, willst du Vault 81 einen Gefallen tun und vielleicht meinem Jungen das Leben retten? Ja. Ich würde gern helfen. Ich hatte gehofft, auf dich zählen zu können. Bobby zeigt dir, wo er seinen Geheimvorrat aufbewahrt. Vielleicht befindet sich irgendwo da drin ein Heilmittel für Austin. Wenn du es findest, bring es Dr. Forsyth. Und beeil dich, bitte, für Austin. Komm mit. Beeil dich und finde das Heilmittel. Okay. Der bewegt deinen Arsch. Ich bin zu keinem normalen Gehen schneller als du. Komm schon, gehen wir. Ja. Da. Ernsthaft? Ernsthaft? Warte, wollte er vielleicht irgendwas mit mir reden oder so? Bobby! Okay, ich soll einfach rein und den Helden-Shit tun und so. Alles klar. Alter, hier ist echt der erste Teil. Abgeranzt. Schmecker sind wohl wirklich verschieden. Smaul, Digga. Smaul. Bereich sicher. Lol, wat? Okay, es geht nur in die Richtung. Cool.
Okay. Das ist ja aber echt cool. Es gibt sicher einen verdammt guten Grund, warum dieser Ort hier verlassen ist. Aha. Das ist interessant. Aha. Oh. Hast du ein Problem? Au, 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 au. Au, das tut weh. Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Huch. Dieser Bereich ist sauber. Setze Suchprotokoll fort. Alles sauber. Nice one. So. Oh, ein gemütliches Kissen, das erstmal mitnehmen. Wenn es etwas gibt, worüber sich ein Filkel unglaublich sehr freut, dann ist es Munition. Oh. Cool. Wunderbares Teamwork. Ich liebe es. Oh mein Gott! Unzerstörbare Teller! Und unzerstörbare Kaffeetassen aus Keramik. Dinge gibt's auf der Welt. Auch kein Deny sein. Tor? Earn auch nicht. Lol.
da. Ich weiß, das ist ein Protektron, aber kann der nicht ein bisschen schneller laufen? Mach hinne, Fettsack! In der Zeit esse ich mal was da. Kommt er? Ja, mach ihn. Auch wenn auch nur langsam. Weiter. Davon, wo kommt ihr auf einmal alle? Kurz erledigt. Sind hier wohl die Ratten fallen? Ah, danke, sehr zuvorkommend, Mr. Protektron. Schön, einen guten Freund an seiner Seite zu wissen. Oh, geil. Geil.